begeistert, dass hier Zehntausende von Leuten gekommen sind, in Hambacher Forst und für den Kohleausstieg demonstrieren. Wenn wir das Klima retten wollen, dann ist es total wichtig, hier anzufangen und zu sagen, wir retten den Hambacher Forst. Wir finden das völlig fatal, was RWE hier macht, auch mit Unterstützung der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen. Der Hambacher Wald muss erhalten bleiben. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen ein anderes Produktions- und Lebensmodell. Natur ist so ziemlich das Wichtigste, was wir zu erhalten haben, auch wenn wir gegen Kapitalismus kämpfen und Ausbeutung ist die Ausbeutung der Natur für mich einer der essentiellsten Teile. Es ist wichtig, dass wir als Linke hier sind, um auch klar zu machen, okay, wir müssen die Kämpfe, die es gibt, verbinden. Deswegen habe ich auch unser Lisa NRW T-Shirt an, damit wir endlich das schaffen, mal diese gesamten Bewegungen, die es gibt, die groß und stark schon sind, die antirassistische, die feministische und die Öko-Bewegung zum Beispiel hier heute, dass wir das mal schaffen, zusammenzubringen. Dann sieht man auch heute hier, welche Kraft das haben kann. Ohne die Baumbesetzungen, ohne die Waldbesetzungen hätte es die Urteile nicht gegeben. Jetzt haben wir einen ersten Erfolg erzielt, es müssen wir weitermachen. Der Hambacher Forst wird auch dann noch stehen, wenn das letzte Braunkohlekraftwerk längst vom Netz genommen wurde.